Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dirt Ready. Ja, es geht weiter hier in Griechenland. Griechenland war uns bisher nicht gerade wohlgesonnen. In jeder Etappe ein kapitaler Fehler, der dazu geführt hat, dass wir richtig abgeflogen sind und eine Menge Rückstand bekommen haben. Das heißt, wir müssen jetzt uns sogar eigentlich gegen den Sechsten verteidigen aktuell. Deswegen werde ich mal ein bisschen weniger erzählen und gucken, ob ich dann besser fahren kann. Ja, entschuldigt das. Rechts 4, mach zu bis 3 und sofort 90 Grad rechts. Nicht schneiden. 60. Nö! Nö! Zurück, zurück, zurück. Rechts 5, halb lang. Mein Gott, nochmal. Ja. In links 6, halb lang. Was soll ich sagen? Ich habe Griechenland am Anfang gelobt, dass ich da eigentlich gerne fahre. 90 Grad links, spät, nicht schneiden, 80. Rechts 6, durch Senke, gucke. Aber irgendwie... In rechts 5, lang. Den BMW mag er nicht so gerne. In links 1, lang. In rechts 4, mach zu. In rechts 5, halb lang, 80. Voll durchgerümpelt. Rechts 2, mach zu bis 1, 60. Rechts 6, gute Kuppel. Geht gar nicht, ey. Und trotzdem noch den Ausgang so scheiße, obwohl ich eigentlich richtig langsam da reingefahren bin. Macht auf, 60. Links 5 lang, über Kuppel. Also die ganzen Kurven, die zumachen, die sind immer kacke irgendwie. Was aufmacht, geht einigermaßen. Achtung, links 6 springen, mittig halten. Links 6. In rechts 5, mittig halten. Er sagt mittig halten. Oh, wir sind hier zurück auf die Strecke geschleudert worden. Was für ein Glück. In links 2, macht auf lang. Und links 6. In rechts 6, in links 6. Das hätte auch noch viel, viel schlimmer für uns ausgehen können. In 90 Grad links durch Spritzwasser. Rechts 3. In links 2 macht zu. In links 6. Weg, ihr Bäume. Rechts 3 halb lang durch Senke. Nicht mal durchs Gebüsch kann er fahren hier. In links 3 lang. Völlige Desorientierung. Und das war es doppelt. War nichts mit weniger labern. Habe ich auch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Rechts 5 lang. Habe mich an meine eigenen Vorgaben gehalten. Kehre rechts 60. Das Einzige, was uns retten kann, ist Monaco. Kehre links. In rechts 5 lang. In rechts 45 Überkreuzung. Täuscht. Links 3. Rechts 4 nicht schneiden. Links 3 halblang nicht schneiden. 60. Links 4 lang über Kuppel innehalten. Und rechts 6 60. Achtung, kehre rechts 100. Schon das weichste Differential der Weltgeschichte und trotzdem kommt er nicht da vernünftig rechts raus. 6 überwendet, 60. Vorsicht, rechts 5 lang und kehre links. In links 6 halb lang, 150 überwende, senke. Links 6 und rechts 6 überwendet, 60. Links 6 halb lang, Kuppelsprung, mittig halten und links 6. In scharf rechts 40, bis Ziel. Ja, so brauchen wir auf jeden Fall einige Zeit, bis wir dahin kommen. Gut, wir sind wieder vom Olsen.
Der allererste hat eine Reifenpanne. Das bringt uns, glaube ich, überhaupt gar nichts. Nee, es hat ihn bis auf den dritten Platz zurückgeworfen. Ja, hätten wir unsere ersten guten Zeiten gehalten, dann hätten wir vielleicht Zweiter werden können. Aber naja. So ist es nun mal gelaufen. Teamleiter hat Fertigkeitslevel 4 erreicht, aha. Eine Gewichtsreduktion, ja, das hört sich gut an. Gewichtsreduktion bin ich immer für zu haben. Denn wer später bremst, ist länger schnell. Oder wie sagt man immer? Vierter und Fünfter, genau gleich mit dem DeLuca. Das heißt, wir müssen also jetzt unbedingt in der nächsten Runde vom DeLuca landen. So, und jetzt sind wir wieder in Monte Carlo. Beziehungsweise, ja, Monte Carlo in den Bergchen. Asphalt ist angesagt. DeLuca Defenden ist angesagt. Ich guck mal kurz das Fahrzeug-Setup. Okay, das ist jetzt Standard hier. Hier ist das Differential jetzt wieder fester. Ich nutze mal die Zeit und mache mal wieder eine Testfahrt. Bei der ersten Testfahrt weiß ich noch mit dem BMW, da ist es so gut gelaufen. Da dachte ich, mich kann nichts mit dem stoppen. Welle innen halten. Rechts 1 lang, macht auf. 100 über Kuppe. Okay. Ich hoffe, dieses Kram hier von dem Testfahrer, das zählt noch nicht mit zu dem Schaden. Links 5 lang, macht zu. Aber da es so ein ultra-realistisches Spiel ist, könnte ich mir das schon vorstellen. Rechts 4 lang, 130 über Kuppe. Rechts 5 lang, 130 über Kuppe. Links 3 in links 2 lang. Und links 4. Bis Ziel. Einen Klick mache ich es noch weiter nach weich. So, was ist denn jetzt hier überhaupt erweiterter Fahrzeug-Setup? Da möchte ich gerne mal wissen, was das bedeuten soll. Mache ich die Bremsbalance noch ein bisschen weiter nach vorne. Oder lasse ich es lieber und versuche vernünftig zu bremsen. Weiß nicht, aber also, was hat mir jetzt hier das Upgrade erweiterte Fahrzeug-Setup gebracht? Eigentlich so gesehen nichts, oder? Ich sehe zumindest nichts. 5, 4, 3, 2, 1, Start. Go! Wollen wir hoffen, dass Monte Carlo ja schon immer unsere Lieblingsstrecke. Rechts 1 lang, macht auf. 100 über Kuppel. Auch weiterhin uns wohlgesonnen ist. Links 5 lang, macht zu bis 4, 60. Rechts 4 lang, 130 über Kuppel. Rechts 5 lang, 130 über Kuppel. Links 3 in links 2 lang. Und links 4. Und rechts 4 lang, macht zu bis 3. Links 6, 60. Rechts 5, macht zu bis 4. Links 5, Kuppe 80 und. Links 3, halblang, 100 durch Tunnel. Rechts 4, macht zu über Welle. Und rechts 6. Links 6. Rechts 4, macht zu, sofort kehre links. In links 6. Ein bisschen angetitscht. Das sah ihn ziemlich gut, finde ich. Rechts 6 über 100. Links 4, 60 über Kuppel. Rechts 5 macht zu bis
3 macht auf. Rechts 5. In Achtung, links 5. Rechts 1 lang, nicht schneiden. In links 3 lang, 100. Alles knapp. Schon wieder kein grüner Sektor, Mann. Was wollen die von rechts mir, echt? 3, in rechts 3, über Kuppel 60. Was soll ich mir mit dem Auto anstellen, ey? Also was natürlich nicht. Ich glaube, ich muss noch mal in der Fahrschule. In rechts 4 lang. Und links 5 lang. In rechts 4 lang. In links 6, 60. In rechts 6. Links 5 lang über Kuppel. In links 6 halb lang. Rechts 5, 60. Rechts 6, sofort kehre links. Eisplatten ab hier. In rechts 6. Ja, die Kehren haben wir noch nicht so ganz drauf. Mittig halten über Kuppel. 150. Kehre rechts. 100. Ah. Links 6 lang, rechts halten über Kuppel. 80. Achtung, rechts 5, macht zu bis 4. Links 3, macht zu, über Kuppel, nicht schneiden. Bis Ziel. Oh, krasse Scheiße, also ganz ehrlich, keine Ahnung, wie man da so schnell langheizen soll. Ja gut, viel schneller sind die auch nicht mehr. Ah, hardcore, 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 ey. 7 Sekunden sind wir jetzt dran gewesen. Wir haben einmal ein bisschen Einschlag gehabt. Und das Gute ist, wir sind halt 10 Sekunden vor dem Ready. Kann das eigentlich erstmal so weitergehen? Vielleicht passiert denen ja glücklicherweise da vorne auch mal was. Aber jetzt kommt Eis und Schnee. Eis und Schnee wird nicht. Wird es uns nicht erleichtern, sage ich mal so. Ich lasse das Setup trotzdem mal so. Ich glaube, ich konnte es auch gar nicht anders stellen. Anfangen können. Links 4 und links 4 verengt sich. 100 Kuppel. Ja, so richtig. Links 4 halb lang. Sind die Kehren noch nicht unsere Freunde hier? In rechts 2 lang macht zu bis 1. In links 2 und rechts 1 100. Rechts 5 über Kuppel. Gucken wir mal, wie wir mit diesem langsameren Bereich hier und rechts 4 zurechtkommen. Oh, übersteuern, übersteuern. In rechts 4 lang, nicht schneiden am Ausgang. In links 4, über 80, 130. Rechts 6 lang, über Kuppel, 100. Links 3. Und links 2 lang, über Kreuzung, 60. Links 4 lang, 80. Achtung, links 5 lang. Und kehre rechts. Und rechts 6 lang, 40. Rechts 6 über Kuppel, 60. Ah, das war ein bisschen besser. Vielleicht einfach mal so reinrollen lassen. Nicht ganz so hardcore reinfallen. In rechts 2 lang, 100. Hängt nach außen, den Berg hinab. Da war's vorbei. Mit der guten Zeit. Eis ab hier. Links 6 lang 40. Links 4 lang doppelt. Mach zu. Und rechts 2 lang. In links 5. Ich wusste, dass das passiert. Ich kann einfach nicht schnell genug dagegen lenken. Alter! Fick dich doch, wollte ich gerade sagen. Ich verkneif's mir, sage stattdessen, wie konnte das passieren? Und kehre rechts.
Oh, bin ich froh, wenn es Allradautos gibt. Ey, Allradautos. Mein Traum sind Allradautos. Kehre rechts. Also sobald man hier Eis und Schnee hat, da muss man ja so vorsichtig fahren. Da kann ich ja gleich mit dem Rollstuhl antreten, ne? Heute habe ich es aber mit dem Rollstuhl verraten irgendwie, ne? Entschuldigung. In links 2, mach zu bis 1, mach auf. In rechts 1 lang 40. Links 2, mach auf über 80. Ja, ich kann hier so lang fahren. So kann ich auch auf der Strecke bleiben, aber so fahre ich ja wie so ein Gehirnamputierter. Rechts 6. In links 6. Als ob ich nicht weiß, wo das Gas ist. In rechts 4 lang, nicht schneiden. In offene Kehre links. Mach zu. In links 3 lang. In rechts 1. In links 3. In rechts 2, mach zu bis 1. In links 4 lang, 40. Rechts 4 bis Ziel. Alter, guckt euch das an, der letzte Sektor, wo ich so ruhig gefahren bin, wie so ein, ja, jetzt muss ich es ja anders formulieren, sagen wir mal, wie ein Chirurg, ne? Ganz vorsichtig mit dem Gas. Der hat es uns gebracht. Und hätten wir nicht den Abflug gehabt, da wären wir 4 Sekunden hinter dem gewesen, dann hätten wir den Rotschander gekriegt. So Leute, muss ich mein Frauchen mal kurz besprechen. Aber es geht schon weiter. Hier haben wir wieder Asphalt. Da müssten wir es wieder eigentlich einigermaßen hinbekommen. Wir haben gar nicht so viel kaputt gemacht. Eigentlich ist das Auto so noch ziemlich heile. Auch ungewöhnlich für uns. Ach, hätte ich mal das letzte nicht so verkackt, Alter, mit den ganzen Drehungen, ne? 3, 2, 1, Start. Achtung, 60. Rechts 3, über große Welle innen halten. Links 4, halb lang 100. Links halten, über Kuppe. Achtung, rechts 6, lang, scharf links 100. Links halten, über Kuppe. In rechts 6 lang, Achtung, wie gesagt, wir wollten es ein bisschen mehr rollen lassen. Links 6, 80. Gut, irgendwann muss man die Handbremse links ziehen. Wenn es die einzige Möglichkeit ist, noch den Crash zu vermeiden. Rechts 6, 60, Kuppe. Achtung, rechts 4 macht zu, links 5 nicht schneiden. Rechts 6 und links 3. Ich komme jetzt auch immer in die Verlegenheit, mit dem rechten Stick dann irgendwie anzufassen. Das bringt mir leider überhaupt gar nichts. Handy, stör mich nicht, ich muss weiterfahren. Mach zu bis 1, links 4. Ah, diese miesen Steine hier außen, ne? In Kuppe links 3 und links 3 lang, 80. Okay, machen wir es mal wieder ein bisschen ruhiger. In rechts 4. In links 6, in rechts 3, mach zu bis 2. Außenhalten. Ah ja, wo der Slide vom Herrn. Ja, sind die Räder nicht auf dem Boden, kannst du auch nicht rechts bremsen. 3, 60. Achtung, links 6 über 80, mach zu, kehre links. In rechts 5, mach zu, kehre rechts lang. In links 4. Zu spät gebremst. Rechts 6, 60, Kuppe.
Man sieht die Kehre schon von 2 Kilometern und ich schaffe es immer noch zu spät zu bremsen. Rechts 6 lang, 60 Kuppeln. Nein, Junge, nein. Jetzt stellen wir uns schon auf Asphalt quer. In rechts 5. In links 4 lang, 60. Rechts 6, in links 3 lang, macht auf und macht zu. Rechts 4. Und rechts 3 halb lang. In rechts 4, 120, Kuppe. In links 5 lang, 100. Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung. 60, links 3 lang, 60. Rechts 3 lang, 120. Zu wenig gebremst, zu wenig gebremst. Links 1 lang. In Achtung, rechts 2 täuscht, außenhalten, überkreuzen. Müssen wir eigentlich die Bremsbelastung ein bisschen noch nach vorne stellen. Nur für Asphalt. Ja, gut. Kein grüner Sektor dabei, war auch nicht besonders toll gefahren. Sieben Sekunden auf Rebel die verloren. Nein, er ist jetzt immer noch 9 Sekunden vor uns. Ja, ob wir den bekommen, sind ja irgendwie immer dieselben Menschen, die uns hier gefährlich werden. Seht ihr leider erst beim nächsten Mal, meine ich, denn die Zeit war ja schon wieder hinüber. Ja, richtig. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst doch gern was da loswerden wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi.